JFT Just Fair and Direct. So, so, jetzt muss ich gerade erstmal gucken. Einen wunderschönen guten Nachmittag, muss man schon an der Stelle sagen. Wir haben es 15.20 Uhr, wir haben Mittwoch, den 4.9.2024. Wir sind heute nicht alleine. Wir haben ein Live-Trading zusammen mit dem lieben Dirk Hilger vom Stereo Trader. Da wird er natürlich auch gleich dann immer noch mal so ein paar Worte zu fallen lassen, denn es soll nicht nur um die Märkte gehen, sondern eben um dieses tolle Tool. Kein Add-on, das habe ich mir gemerkt, sondern ein Tool und ein tolles Werkzeug. Und wir werden darüber sprechen, was man damit alles so anstellen kann. Und vor allem soll natürlich auch das Trading jetzt hier sich so ein wenig auch um den MetaTrader und um den Stereo-Trader drehen, aber natürlich auch um den Markt. Denn wir werden ja währenddessen, jetzt wir hier dann online sind in der nächsten Stunde, wir werden die US-Markteröffnung um 15.30 Uhr haben. Wir werden Arbeitsmarktdaten aus den USA um 16 Uhr bekommen. Um 15.45 Uhr werden auch nochmal in Kanada über Zinsen entschieden. Auch beides oder alles drei, die Markteröffnung, die Arbeitsmarktdaten und die kanadische Zinsentscheidung. Das kann man alles drei durchaus merken am Markt in den Indizes in den USA. Und von daher gucken wir da mal, was so kommt und passiert und lassen uns da so ein wenig überraschen und werden zu allem natürlich auch was sagen. Der Risikohinweis an dieser Stelle erstmal als allererstes, lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was wir hier sagen, an Setups formulieren und gegebenenfalls vortraden, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen und meiner weiteren Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFD habt oder aber zum Stereo Trader, dann natürlich auf der Website von jftbrokers.com beziehungsweise auf der Stereo Trader Website vom lieben Dirk, aber da wird er sicherlich dann auch im Laufe des Webinars ebenfalls nochmal was dazu sagen. Somit switchen wir jetzt direkt mal zum Dirk. Er ist schon in der Leitung, das habe ich schon knistern gehört, von daher, Dirk, ich grüße dich erstmal jetzt auch nochmal offiziell an der Stelle und dann gebt uns doch gerne an der Stelle hier mal ein Feedback, ob ihr jetzt dann auch einen blauen Bildschirm seht mit dem lieben Dirk rechts unten im runden Kreis, beziehungsweise links Dirk und Markus. Wenn ihr das seht, dann ist alles richtig und alles gut eingestellt und idealerweise habt ihr uns ja dann auch gehört. Bis dahin schon an mich erstmal vorrangig. Von daher, Dirk, ich grüße dich erstmal an der Stelle. So, jetzt sollte alles passen, ne? Auch technisch. So, ich sage natürlich hallo, auch hallo und herzlich willkommen hier in die Runde. Wir sind gleichzeitig live bei GoToWebinar über JFD, hier mit dem Markus auf der anderen Leitung sozusagen und aber eben auch bei YouTube. Ich habe mich extra ein bisschen tiefer hier gesetzt, damit ich wenigstens ein bisschen gerader sitze und nicht immer so im Stuhl rumhänge. So, Markus, du hast ja schon irgendwie einmal angekündigt bei GoToWebinar, was wir heute machen. Vielleicht auch noch hier nochmal in die YouTube-Runde auch ein kurzes Hallo von deiner Seite. Da können wir nämlich auch gucken, ob der Ton hier auch durchkommt. Das wäre nämlich total super. Hallo YouTube, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen hier zum Webinar heute. Mein Name ist der liebe Markus, nicht der liebe, so heiße ich nicht. Ich heiße Markus Klebe. Ja. Ich heiße nicht der liebe Markus Klebe. Steht nicht im Ausweis drin. Und wir wollen natürlich heute in Kombination mit dem lieben Dirk, wollen wir uns heute mal der Märkte mal wieder widmen. Wir haben ja schon mal ein Stelldichein vor ein paar Wochen gehabt. Werden diesen Monat noch eins, auf jeden Fall zweites Stelldichein haben und so wie ich jetzt weiß, sogar ein drittes, denn die Verzinsentscheidung ist unsere. Also mein lieber Dirk, du wirst am Abend des 18. sogar mit mir aus Mallorca zu tun haben dann. finde ich gut. Ich habe ja Angst gehabt, ich muss das alleine machen. Nein, ich werde mit dabei sein, unter Palmen, gemeinsam mit dir und mit all denjenigen, die mit dabei sind, mir die Verzinsentscheidung anschauen, weil es anders jetzt leider nicht ging. Aber trotz alledem, ich freue mich ja, dass ich dann auch ein wenig Börse auch im Urlaub irgendwo mitnehmen darf. Und das wird lustig, wird spannend. Okay. Ich habe versucht, Ironie rauszuhören, es ist mir nicht gelungen, du freust dich scheinbar wirklich. Das ist auch gut so. Wir hatten ja gesprochen, ich hatte ja wirklich so ein bisschen Sorge, dass ich das alleine machen muss. Und was heißt Sorge, ne? Aber ich bin ja eher so der Malen nach Zahlen-Typ, ne? Und du kommst dann mit den Fundamentals, kommst du deutlich besser da halt auch noch zu Rande. Und von daher freue ich mich natürlich dann über Support. Weil es ist ja auch, wenn man das irgendwie, weißt du selber, im Live-Trading irgendwie alleine macht, alles alleine macht, du hast News, du hast irgendwie das Trading, du musst dann irgendwie noch die Bespaßung machen und das ist halt alles so ein bisschen too much, ne? Und das ist natürlich so ein bisschen. Es ist selbst zu zweit immer schon spannend, alles zu machen, weil beide traden ja, ne? Und dann muss man im Prinzip immer nochmal ein Statement lesen, dann irgendwie eine Pressekonferenz, dann ist das alles auf Englisch, muss man das ja irgendwie auch noch, also ich kann schon recht gut Englisch, aber ich muss mich dann auch konzentrieren, ne? Wenn ich da irgendwas mir anhöre und lese, aber alles gut, das kriegen wir hin, das sollte nicht das Problem sein.
So, ich würde sagen, wir gehen mal irgendwie erstmal rüber aufs Bild und gucken uns mal irgendwie an, was der Markt überhaupt treiben könnte. Genau. Ja, also heute zur Eröffnung, gestern ging es ja irgendwie ziemlich ordentlich runter. Und ich hoffe ja so ein bisschen, was heißt hoffe oder so, ich habe ja auch irgendwie schon natürlich in meinem Livestream ja letzte Nacht schon was dazu gesagt, wobei gestern hatte ich auch Live-Trading, da habe ich halt eins auf die Mütze bekommen. Und deswegen, das wollte ich eigentlich sagen, ich hoffe, dass das heute ein bisschen besser läuft, ein bisschen besser ausgeht. Aber man sieht hier eigentlich schon im H1, so der Markt will eigentlich nicht weiter runter. Der hat da unten so ein bisschen fertig und will für meine Begriffe, so würde ich doch mal tippen, eigentlich erstmal so ein bisschen korrigieren. Ein bisschen wäre, wenn ich das so einschätze, irgendwo oben der Bereich 41.100 etwa. Ne? Dort ist auch der Point of Control von gestern in etwa zu finden. Und nachdem halt hier unten jetzt wirklich, wie man ja sieht, ne, über Nacht gar nichts mehr zu holen war, das hier war die letzte Bewegung im Kassamarkt gestern um 22 Uhr, ist also hier irgendwie zurückgelaufen auf die 40.938 in etwa. Und im H1 ist es natürlich jetzt nicht so wichtig, ob da ein Punkt mehr oder weniger ist. Aber man sieht halt generell hier diese Bewegung. Und all das, was wir jetzt hier natürlich sehen, hier ab dort, wo jetzt die Maus steht, bis dahin sieht natürlich der Kassamarkt nicht. Der Kassamarkt setzt also ziemlich genau da an, wo er gestern irgendwie aufgehört hat, wie es jetzt gerade aussieht. Und deswegen würde ich mal tippen, dass wir nach dieser Bewegung, dass wir dann erstmal auch die Korrektur nach oben kriegen. Also man muss ja wirklich von Korrektur nach oben an der Stelle sprechen, weil der Markt hat ja schon so ein bisschen irgendwie in die Abwärtsrichtung da gedrückt. Markus, du darfst mir auch immer gerne reinreden, weil wir haben das jetzt noch nicht so oft zusammen gemacht, aber ich bin da immer total froh drum, wenn du auch so ein bisschen Input von deiner Seite hier noch dazu gibst und ich das dann hier eben auch im Bild möglicherweise dann eben auch sogar mit zeigen kann, wenn sich das irgendwie anbietet. Genau, also grundsätzlich hatten wir auch schon gerade, wir hatten ja den Stream auch ebenfalls gerade irgendwo auf YouTube und jetzt laufen wir gerade, wer sich den vielleicht angehört hat, gerade schon mal in so einen kleinen Bereich rein. Wir sehen ja die Stärke jetzt mit der US-Markt, nee, ist noch nicht mal US-Markteröffnung, ist schon noch vorher sogar. Ja. Kommen wir schon mal in so einen ersten Entscheidungsbereich hinein und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass die Long-Szenarien durchaus denkbar sind. Ja, und wenn wir uns mal an den August zurückerinnern, da hatten wir die ersten Tage auch irgendwie Druck auf der Abwärtsseite, dann ging es nur noch aufwärts. Und klar, wie du schon sagst, die Verkäuferseite war gestern da und die ist ja jetzt auch nicht komplett weg. Und jetzt ist es ja für mich jetzt immer interessant, wie gesagt, die Zahlen, die um 16 Uhr kommen, die warte ich dann auf jeden Fall immer erstmal ab. Ja, und auch dann, wenn vorher sogar nochmal dazwischen nochmal die kanadische Zinsentscheidung kommt, die ist jetzt zwar nicht primär für die US-Märkte, aber kann trotzdem merkbar da auch irgendwie spürbar sein. Und von daher ist für mich dann immer bis 16 Uhr jetzt eigentlich nicht großartig was zu tun, sondern warte erstmal ab. Und wenn die dann raus sind, dann gibt es vielleicht auch ein bisschen handfestere Ideen. Charttechnisch sind wir jetzt gerade in einen Bereich hineingelaufen, der entscheidend sein kann. Deswegen prallen wir auch gerade ab. Ja. Ja, genau. Ne? Also jetzt hier genau dort, wo wir irgendwie gestern aufgehört haben, fast genau ist hier oben ja die Linie, die kann man ja hier einfach auf Knopfdruck einblenden. Also hier Kassaschluss jetzt zum Beispiel einfach hier auf Knopfdruck sehe ich den natürlich dann direkt. Und da muss ich halt, das ist natürlich dann ja auch so ein kleiner Vorteil, den man hat. Man muss nicht ständig irgendwie irgendwelche Linien malen, sondern hat die dann halt einfach. Ne? Und da versuche ich jetzt natürlich jetzt dann, ich würde jetzt trotzdem gucken, dass wir irgendwie mit der Kassaeröffnung da halt irgendwo was reißen können. Würde aber versuchen, jetzt hier wirklich eine Bewegung zusammenzukriegen. Also ich kann auch mal hier unten noch zeigen, das sieht man nicht die ganze Zeit. Hier unten ist für mich noch der Stundenchart, eben hier auch mit dem Live-Chart-Add-on, wo man eben die Levels drin hat, die ich ja abends dann immer bespreche. Aber so oder so, hier ist der Stundenchart eben auch nochmal, damit ich den hier im Überblick habe. Ich habe den jetzt nur nicht die ganze Zeit auf. Also wobei ich finde, der Stundenchart sieht besser aus als ich heute. Von daher könnte ich das auch die ganze Zeit auflassen, müsste die Kamera gar nicht anmachen. Aber was ich aber halt versuchen würde, wäre halt die Stundenkerze quasi am Stück mitzubekommen. Das heißt, ich würde dann was machen, was der Markus gar nicht gut findet, nämlich skalieren. Das heißt, ich würde mich versuchen, hier verteilt einzukaufen mit einem recht großen Stop. Aber so ist das ja auch, ne? Man darf ja auch irgendwie unterschiedliche Ansätze handeln und das natürlich auch irgendwie für sich dann auch irgendwie beanspruchen und auch genauso verteidigen, dass andere gut finden oder eben auch nicht. Genau. Also was gemeint ist, ist eben, ne? Man sieht ja hier, die Vola ist recht hoch, ne? Und wir sind auch hier, und das muss ich dazu sagen, ich bin nur auf dem Demokonto unterwegs, das mache ich normalerweise im Live-Trading nie. Aber solange wir hier noch in dieser, ich nenne es mal Erklärphase sind, von dem, also wo es halt auch irgendwie viel um den Stereo Trader geht, würde ich auch hier erstmal noch beim Live-Konto bleiben und später, wir werden ja noch einige Webinare zusammen machen in nächster Zeit und dann natürlich dann auch irgendwann auf Live-Konto switchen. Aber ich sage das nur der Fairheit halber dazu,
weil ich ja sonst immer mit Live-Konto unterwegs bin. Und deswegen bin ich natürlich jetzt auch hier tiefenentspannt, egal wie hoch ich jetzt hier skaliere. Und auch mein Ansatz ist eben der, man sieht es schon, was ich ja gerade gemacht habe. Ich gehe davon aus, okay, wir gehen in irgendeiner Weise hoch. So, der Entry war jetzt nicht besonders gut, die Position war aber besonders klein, weil ich würde halt hier irgendwie locker irgendwie 20 Kontrakten versuchen, darauf zu kommen. Wie gesagt, Demokonto. Und ich suche mir jetzt hier auf der Unterseite mit dem H1 im Blick hier unten einen Support, der dann eben auch reißen muss. Ne? So, das heißt, also generell habe ich ja halt hier die ganze Spanne bis darunter. Ne? Jetzt hier irgendwie mit dem Stop, hier oben sieht man es ja, 180 Punkte. Das ist natürlich eine Hausnummer. Muss man so nicht machen. Also muss man auch irgendwie selber gut finden können. Und es spricht immer ganz viel dagegen und ganz viel dafür, das so zu machen. Aber es ist halt so, wenn man jetzt die Tendenz, die der Markt jetzt gerade hat, mitnehmen will, und dann ist es natürlich extrem schwierig, da halt jetzt ganz schnell dann irgendwie einen Punkt zu finden, dann auch direkt irgendwie jetzt zum Beispiel um 15.30 Uhr. Und deswegen bin ich jetzt hier, wäre ich jetzt so oder so halt aber auch ein Freund davon, irgendwie mal zu versuchen, das halt irgendwie einzuskalieren. Momentan ist noch nicht viel Gegenbewegung hier. Das heißt, einskalieren eben auch. Ich würde dann auch hier unten drunter ebenfalls, hier haben wir einen Point of Control, dort nochmal eine Order hinpacken, ne, weil ich halt einfach so jetzt nicht einschätzen kann, okay, wo wird der jetzt genau reagieren? Ich gehe schon davon aus, dass wir irgendwie da oben durchkommen. Nur mit welchem Umweg? Das ist ja immer die große Frage dabei. Und der Umweg könnte eben ein großer sein. Und das Schlimmste, was mir dann jetzt eigentlich passieren kann, ist, dass ich halt nur klein in die Position hier reinkomme. Und aber auf der anderen Seite, ich habe ja eine recht klare Strecke ja auch im Blick und nehme ich eben rauf bis auf die 41.100, ne, weil eben dort das meiste Volumen eben auch gestern gewesen ist. Das ist der Kurs, der auch am meisten gehandelt wurde. Das passt halt eigentlich alles recht gut zusammen. Würde der jetzt eben bis da oben hingehen, das heißt also so dieser Bereich etwa, ne, hier oben, da würde ich dann auch einfach mal einen Trail anwerfen. Ich ziehe einfach hier den Trail-Trigger darauf und sage dann halt hier, pass auf, du machst mir irgendwie in, das hier ist ein Tick-Trail, das heißt, der rechnet hier immer 6 Ticks zusammen und hängt sich dann im Abstand von 5 Punkten dahinter. So, wenn es einen ordentlichen Schuss gibt, bringt das viel, ansonsten wird nicht wahnsinnig viel passieren, außer dass er ungefähr irgendwo da oben rausgeht. Aber im Idealfall halt eben ein bisschen höher. Wir haben jetzt hier auch die 41.000, wie man sieht. Das ist natürlich jetzt auch nochmal so eine Psychomarke, ne? Ist hier einfach auch nur hier der schwarze Balken automatisch eingeblendet hier über Roundmarks. Und dort sieht man das dann halt eben und muss man also auch nicht manuell einzeichnen. Aber man sieht, ne, auch hier eigentlich relativ klar, dass das jetzt erstmal dort auch nochmal reagiert, ist aber für mich jetzt erstmal nicht mehr als eine psychologische Marke und die eigentlich gar keinen, also jetzt nicht irgendwie Sinn gibt, warum die jetzt großartig halten sollte, was aber natürlich trotzdem der Fall sein kann. Ne? Aber ich bleibe jetzt erstmal dabei. Das heißt, ich skaliere mich hier unten ein, egal auch wenn der jetzt hier nochmal runterkommt, ist das nicht unbedingt dann halt irgendwie zu werten als ich habe hier alles falsch gemacht, sondern eher so, naja, wir schlenkern da unten noch irgendwo rum und werden uns da irgendwo dann halt einfinden. So, Markus, ich weiß, du hast das, ne, so zu handeln, oder? Ja, aber wie du schon sagst, ich sag mal, wichtig ist ja immer, grundsätzlich ist erstmal mein oberstes Ziel für einen Trade ist immer erstmal Risiko-Controlling first. Und wenn man sich über das Risiko erstmal primär Gedanken gemacht hat, dann ist das schon mal die halbe Miete. Das machst du ja. Du machst ja erstmal Gedanken bezüglich deines Risikos. So. Und danach muss man dann eben schauen, ne, große Gewinne, kleine Verluste. Muss natürlich gucken, gerade wenn man rein skaliert, dann ist ja auch der Vorteil, dass man dann, wenn es auch wirklich läuft, was man dann aber auch irgendwie versuchen muss, irgendwie hinzubekommen, dann hat man natürlich trotz alledem ja den Effekt, dass der idealerweise der Gewinn auch wirklich größer ist, idealerweise merklich größer als irgendwo die Verluste. Und wenn man das dann eben auch noch hinbekommt, ist ja schon mal alles gut. Ne? Genau, ja. Ich denke mal, der Vorteil ist halt auch der, ne, wenn der Markt jetzt zum Beispiel, ich meine, jetzt ist er jetzt erstmal recht zielstrebig, ne? Da hätte man auch sagen können, gut, dann gehe ich halt eben noch direkt voll da rein. Aber das Ding ist, wenn der Markt halt eiert, und das macht er wirklich oft, dass der dann halt drauf eiert, runter eiert, unten nochmal irgendwas abholt, oben. Und dann kann man natürlich auch, man muss die Position ja nicht komplett die ganze Zeit halten. Man kann ja auch einfach dann rausgehen, also stellenweise rausgehen, ne? Die Position vergrößern und verkleinern. Und das ist natürlich dann halt ja auch recht hilfreich. Und damit kann ich ja mein Risiko natürlich dann halt schon genau dann auch kontrollieren, ne? Und wie ich ja vorhin gesagt habe, also ich bin jetzt hier mit 5 drin, habe ja gesagt, irgendwie 20 Kontrakte wäre jetzt hier kein Problem. Und
Das würde bedeuten, ich sammle mir die ja eigentlich erst hier unten ein. Und das heißt, mein Break-Even würde ja dann nachher erst hier unten irgendwo liegen. Und dann ist auch der Stop gemessen an die 20 Punkte, dann ist der auch wieder völlig legitim, beziehungsweise passt zu dem Risiko, was ich mir dann vorher festgelegt habe. Also was halt eine ganz schlechte Idee ist, ist halt blind und blöd verbilligen. Ich glaube, besser kann man es auch gar nicht ausdrücken, weil es halt einfach, das wird einem um die Ohren fliegen, früher oder später. Das ist so nach dem Motto, ja, ich kann ja skalieren, egal, auch wenn der Markt fällt, so funktioniert es nicht. Also man sollte schon irgendwie so einen klaren Plan haben, so wo gehe ich rein, wo ist auch meine Grenze, wo ich sage, das macht keinen Sinn mehr. Und auch wo fange ich zum Beispiel an auszuskalieren. Ausskalieren würde dann bedeuten, wo fange ich an, die Position dann eben zu verkleinern. Das ist ja halt auch ein ganz entscheidender Punkt. Man muss ja auch bereit sein, den Verlust hinzunehmen. Das bedeutet eben im Zweifelsfall auch, zum Beispiel zu sagen, ja gut, kommt der jetzt nochmal hier runter, ja dann nehme ich da unten nochmal zwei Kontrakte raus, verschlechtere meinen Break-Even, aber ich verbessere mein Risiko an der Stelle. Genau. Und das ist halt immer, glaube ich, ganz wichtig, dass man das alles im Auge hat, wie man damit eben umgeht. So, aber erstmal sieht das hier ganz gut aus. Ich glaube, das, was ich mir da ausgedacht habe, das war jetzt erstmal nicht so falsch. Ich könnte jetzt auch in Anbetracht dessen, dass ich jetzt hier ja mit irgendwie, dass ich schon in zwei Positionen hier drin bin, die ersten 5 Minuten sind um und könnte ich jetzt natürlich auch sagen, gut, ich nehme einen nochmal raus. Ne? Das kann ich jetzt entweder sagen, zum Beispiel hier klicke ich jetzt drauf, wäre dann zwei Kontrakte nochmal los. Ich würde aber eher sagen, ich mache das mal hier mit so ein bisschen Übertreibung, versuche, dass wir hier oben irgendwo noch einen Schuss kriegen und würde da oben erstmal zwei Kontrakte auflösen. So, das heißt jetzt da oben gehe ich jetzt nicht etwa short, sondern man sieht, ich bin hier mit 5 Kontrakten drin und würde da oben 2 nochmal loswerden. Ich könnte auch da oben irgendeine andere Zahl eingeben. Spielt alles gar keine Rolle, weil der Stereo Trader zieht mir die dann entsprechend aus den Teilpositionen raus. Das heißt, ich muss mich also mit dem, was man vom MetaTrader ja kennt, da gar nicht großartig auseinandersetzen. Ne? Also hier unten mit dieser Darstellung, die man dann hier hat. Und weil die bringt einen, finde ich, immer nicht weiter. Vor allen Dingen, wenn man anfängt, irgendwie Teilauflösungen zu machen, weiß man ja gar nicht mehr, wo man so wirklich steht. Und da hilft der natürlich hier schon recht ordentlich. Ich könnte auch sagen, okay, ich gebe einfach da oben die Hälfte raus. Also es wären dann irgendwie 2,5 Kontrakte, obwohl ich hier ja gar keine 2,5 habe. Ist dem Stereo Trader auch egal. Der wird mir das passenderweise ausrechnen, so dass am Schluss dann eben noch 2,5 Kontrakte drin sind, sobald das Level da oben erreicht ist. Und was jetzt auch noch ein Vorteil werden dürfte, vorausgesetzt, wir kriegen jetzt auch gleich diesen Schuss nach oben, ist, das hier ist eine Limit Pullback Order. Das heißt, die wird erst im Rücklauf gefillt. Und das heißt, ich brauche hier einen Rücklauf. Okay, hier ist jetzt ein Punkt eingetragen. Machen wir mal irgendwie 5 Punkte oder 4 Punkte. Das heißt, sobald das Level da oben erreicht ist, ich mache mal größer, und dann braucht es 4 Punkte Rücklauf, bis überhaupt die Order dann gefillt wird. Und vorher wird die gar nicht ausgeführt. Und das kann man natürlich für einen Exit oder einen Teil-Exit genauso gut verwenden wie für ein Entry. Und man hat dadurch in der Regel hat man wirklich eine verbesserte Ausführung. So, jetzt bremst er hier gerade so ein bisschen, irritiert mich aber jetzt erstmal nicht weiter. Der Impuls ist klar nach oben gerichtet. Und da gibt es jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel Grund, da nervös zu werden, finde ich. Wo hast du jetzt den Bereich her? Also es ist jetzt auch der, den ich jetzt von dem Stream eben irgendwo genannt habe. Was ist bei dir das Schwarze jetzt da oben? Was Schwarze? Was meinst du? Ja, das ist irgendwie mal so ein schwarzer Balken da jetzt bei dir, die schwarzen Balken. Das sind einfach nur die runden Marken, die werden automatisch eingezeichnet. Ne? Also wenn ich hier ein- oder ausschalte, dann macht er mir die 100er Marken oder je nachdem, wie das Bild skaliert ist, so dass ich so ein bisschen Überblick habe. Ne? Ja, die 41, 100 ist das, okay, ja verstehe. Genau. Ja. So, gerade mal gucken, so die zweiten 5 Minuten. Ich gucke mir gerade mal den 5-Minuten-Chart noch an. Okay, auch nicht viel zu sehen, außer dass es eben hier nur steil nach oben geht. Mal gucken, ich baue ja so immer so ein bisschen drauf, dass wir so einen ersten Abschlussimpuls oder Richtung dann eben auch haben mit dem Fertigwerden von der 15-Minuten-Kerze. Da haben wir noch irgendwie 4 Minuten. Und hier im H1 sehen wir jetzt erstmal gerade nur, das ist diese Abwärtsbewegung. Ich hoffe, das ist nicht zu klein. Das ist für mich aber auch hier nur im Bild auf meinem Chart beziehungsweise im Screen eben auch, um so ein bisschen den Überblick zu behalten. Und wo wir denn eigentlich überhaupt gerade stehen. Ne? Und das heißt, hier sieht man, ich hoffe, man kann es erkennen, ne, das ist einfach nur dieser Beginn der Abwärtsbewegung und auch die letzten Supports hier unten. Wobei natürlich dort auch jetzt legitim ist zu sagen, ja, hier ist Grenze, weil davor war ja hier Support und das wird ja dann in der Regel auch zum Widerstand.
Und von daher auch völlig legitim, dass ihr jetzt hier erstmal bremst und erstmal nicht weiterkommt. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir jetzt hier so einen Schuss noch nach oben kriegen mit dem Impuls, mit dem Fertigwerden von der 15-Minuten-Kerze. Trotzdem muss man es nicht aussitzen. Man kann ja jederzeit sagen, ich verkleinere meine Position. Aber ich habe mir das jetzt, eigentlich ist ja mein Target da oben. Und deswegen warte ich dann mal noch kurz. Nur wenn jetzt nichts mehr nachkommt. Und dann würde ich halt manuell einfach mal die Position erstmal verkleinern. Aber generell sieht das ja irgendwie alles so gar nicht falsch aus hier. Und das natürlich freut mich dann vor allen Dingen insofern. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich war gestern auch schon mal irgendwie im Live-Trading und da hat mich der Markt so ein bisschen vermeiert. Aber das gehört eben dazu und davon sollte man sich nicht beeindrucken lassen. Das geht allen so. Das hat der Markt bestimmt auch schon hingekriegt, dass er irgendwas live gehandelt hat und dann irgendwie nachher so gedacht, was ist das denn heute? Ja, ich werde ja oft ausgestockt. Ja. Das gehört halt dazu, ne? Ich habe ja da immer relativ kleine Risiken und passiert auch in den Live-Trades, wenn wir da 3, 4, 5 Trades machen, dass sie alle ausgestoppt werden. Du machst ja auch viel Live-Trading und bei mir ist es ja auch so, eigentlich quasi ja fast jeden Tag, dass man sich irgendwo zeigt. Und von daher kommt es natürlich häufig vor, dass man eben ausgestoppt wird. Das gehört dazu, ne? Also drück da nach oben nochmal ein bisschen, mal gucken. Da noch was kommt. Auf jeden Fall ist da jetzt in dem 100er-Bereich auch meines Erachtens nach so ein bisschen erstmal eine kleine Bremse drin. Tja, muss man gucken, ob jetzt hier, ne, wenn jetzt bei sowas ist natürlich jetzt schon Scalping, aber wenn jetzt hier ein kleines neues hochkommt und das direkt abverkauft wird, dann kann man das natürlich vergessen. Aber ne, das ist natürlich jetzt alles sehr knapp bemessen. Aber erstmal sieht das alles für meine Begriffe recht ordentlich aus und irgendwie so, dass es passt. Aber mit dem Live, so, ich habe jetzt irgendwie schneller geklickt, als ich es erklärt habe. Ich habe jetzt hier manuell gerade drauf gedrückt und habe die Position verkleinert, also 2,5 Kontrakte verkauft. Und wer sich jetzt fragt, ja, wo ist denn der Break-Even hin, der ist jetzt runtergerutscht. Ne? Ganz einfach deswegen, obwohl ja hier mein erster Entry war und der Break-Even eigentlich viel höher, aber weil jetzt hier mein erster Entry war, wird das jetzt mit verrechnet. Und der Stereotrader zeigt es dann eben wahlweise so an, dass ich halt hier sehe, okay, hier ist jetzt noch mein Entry, mein Break-Even und jetzt, um mit null rauszugehen, müsste der komplett bis hier runterfallen, also unter den Entry sogar von dem ersten. Das liegt jetzt einfach daran, weil natürlich hier im Profit einfach schon Positionen aufgelöst wurden, ne? Und das wird dann eben alles hier mit eingerechnet. Aber ich glaube auch, die Entscheidung hier war jetzt erstmal ganz gut zu sagen, ich nehme das da oben raus. Warum? Ich habe es ja vorher auch kurz erklärt, habe ja gesagt, ne, wenn jetzt hier Neues hochkommt und es wird direkt verkauft, dann würde ich da manuell rausgehen. Und er hat es dann nur irgendwie dann im Satz danach gemacht. Und aber ich habe das noch im Hinterkopf gehabt und deswegen habe ich da oben auch relativ schnell jetzt geklickt. Ich hoffe, das wurde aber trotzdem verstanden und man hat es irgendwie dann auch mitbekommen und kann es nachvollziehen. Genau, so, wenn nicht, dann haben wir jederzeit Zeit, auf Fragen zu stellen. Ihr könnt die Fragen hier ins Fragenfeld reinbringen und dann kann ich die vorlesen und dann können wir die, je nachdem wer, natürlich auch gerne beantworten. Ja, also hier sieht man es jetzt auch nochmal deutlich. Ne? Ich habe hier oben meine Trade-PL ist 304 Euro und meine Pool-PL 169. Pool-PL würde bedeuten, das ist eben jetzt nur noch das, was ich hier unten sehe. Das ist genau die gleiche Zahl hier, aber hier sehe ich natürlich nicht, was ich eigentlich trade, beziehungsweise hier sehe ich nur noch das, was offen ist. Mein ganzer Trade fing aber ja da an, ne? Und jetzt eben mit den Teilauflösungen und das wird eben alles hier oben mit eingerechnet. Und da habe ich natürlich da ein super sauberes Money Management, beziehungsweise da halt einen schönen Überblick drüber, wo ich eigentlich gerade mit dem ganzen Ding eben stehe. Ne? Und das, finde ich, macht es halt echt einfacher. Also gerade im Scalping, wo es ja halt irgendwie auch mal schnell gehen muss, braucht man irgendwie auf jeden Fall einen vernünftigen Überblick. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also wir haben hier schon irgendwie eine Art Gegenbewegung. Wir sehen auch von der Vola, das ist schon heftig, ne? Das hier sind 2-Minuten-Kerzen und das hier, ne, von schwarz nach schwarz sind einfach mal 100 Punkte. Das ist schon irgendwie nicht so ohne. Man kann dann natürlich auch sagen, ja gut, komm, ich will gar nicht mehr irgendwie hier irgendwie großartig drunter. Und wenn der jetzt irgendwie meint, er muss nochmal ganz runterkippen, gehe ich erstmal raus. Was ich hier jetzt noch irgendwie in kleinen Grün drin habe, das ist ein super Trend. Der kommt aus einem Add-on, was hier eben auch noch mit dabei ist, das VPOC Add-on, was mir halt eben das Volumen vom Future hier auch auf den Chart nochmal genauer zeichnet. Und aber viel tiefer würde ich eigentlich gar nicht wollen hier, ne? Also wobei jetzt ja schon so ein bisschen abzusehen ist, hier der M5 sieht man, okay, ich gehe da jetzt mal manuell raus. So. Das geht alles ein bisschen schnell, ich weiß, aber das ist ja halt eben auch, ne, Scalping und hier in einem sehr volatilen Markt.
und eigentlich erstmal soweit okay. Hätte man natürlich auch irgendwie nochmal deutlich besser irgendwie auflösen können, aber wer weiß denn schon, dass man irgendwie 10 Punkte vor der 100 da oben plötzlich irgendwie die Biege machen und dann halt die direkt nochmal 50 nachlegen, weiß keiner. Aber entscheidend ist, glaube ich, halt schon, dass man seine Gewinne auch mal mitnimmt und nicht immer irgendwie ewig alles irgendwie abwartet und ausharrt, bis dann irgendwie am Schluss nichts mehr übrig ist. Also ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Ding, da muss ich jetzt wieder sagen, das sieht ja zu Markus, das siehst du wahrscheinlich genauso. Und auch wenn ich es nicht weiß, aber ich glaube, das ist so ein Grundding, ne? Beim Traden, nimm deine Gewinne mit, ne? Nimm sie mit. Also beziehungsweise am Ende lebst du nicht von deinem Buchgewinn, am Ende lebst du von dem, was du da aus den Dingern rausziehst, ne? Na, wichtig ist, dass man vorher einen Plan hat, ne? Also ja, Gewinnmitnahme, also man muss halt einen Plan haben, so blind mal zu sagen, also viele machen ja auch meines Erachtens nach den Fehler, die gucken rein nach den Dollarbeträgen oder Eurobeträgen und natürlich mit großer oder kleiner Positionsgröße, das ist ja ein Unterschied, ne, ob ich mit einer kleinen Positionsgröße irgendwie 1.000 Euro vorne bin oder mit einer extrem großen Positionsgröße, aber für viele ist 1.000 Euro gleich 1.000 Euro und machen dann daraus da an dem Punkt dann im Prinzip die Handelsentscheidung fest, was natürlich schwachsinnig ist. Ne? Ja, also es geht schon für mich da oder generell, man sollte halt, bevor man einen Trade tätigt, einen Plan haben, der sollte Sinn machen. Und dann weiß man ja auch, was man zu tun hat. Ne? Und wie du schon sagst, wir können alle nicht hell sehen, aber dass da oben so um den 100er-Bereich da irgendwo eine Wendung kommen kann, war schon, ist für mich vorher klar, du hast nicht ohne Grund auch deinen Take-Profit da oben hingelegt, weil das eben aus charttechnischen Gründen schon nicht ganz unrealistisch war. Und jetzt müssen wir mal gucken, die Zinsentscheidung in Kanada ist erstmal so gekommen wie erwartet. Die haben um 0,25 gesenkt. Das war ungefähr eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Von daher gab es da erstmal keine Überraschung. Jetzt kann man nochmal ein bisschen querlesen, ob jetzt irgendwie bezüglich des Statements oder der später stattfindenden Pressekonferenz nochmal irgendwas bezüglich zukünftiger Zinsen gesagt wird. Aber das wird dann jetzt für die US-Indizes uninteressanter. Das wäre der Überraschungseffekt eventueller zwei Zinssenkungen. Den hätte man dann schon gemerkt, auch in den Indizes. Ja. Jetzt warten wir auf die Jowls um 16 Uhr. Es sind ja noch 13 Minuten bis dahin. Genau, da müsste eigentlich auch so ein bisschen was kommen, ne? Genau. Also um 16 Uhr. Also ich bin ja auch immer ganz großer Freund davon, was ich ja echt bei uns beiden total spannend finde, ne? Ich meine, wir haben ja noch irgendwie, haben ein einziges Mal ein Webinar zusammen gemacht. Wir haben teilweise komplett unterschiedliche Ansätze. Wie soll ich sagen, wo wir uns auch widersprechen in manchen Punkten, das finde ich halt richtig gut. Weil ich finde halt, es ist einfach ein Mehrwert einfach auch. Wie wenn wir jetzt uns hier irgendwie wie zwei Kasper hinstellen, die alles abgesprochen haben, haben wir nicht, ja. Kann ich halt einfach nur sagen, und ich kenne den Markus eigentlich auch genauso wie ihr, nur von seinen Streams, also beziehungsweise von seinen Webinaren, habe das irgendwie ganz oft auf YouTube gesehen und viel mehr weiß ich da auch nicht, ja. Und, aber das macht es eigentlich spannend, ja, weil man aber muss wir ja wollen irgendwie gar nicht für alle, ne? Aber das finde ich macht es aber auch so spannend, ne? Weil also ich schätze sehr was du da machst auch, Markus. Und ich hoffe ja, dass du über mich auch jetzt nicht unbedingt die schlechteste oder von mir nicht die schlechteste Meinung hast. Und von daher ist das ja immer so ein Ding so, ja, mal gucken, wie der das sieht, mal gucken, wie der das sieht. Und für die Zuschauer, glaube ich, am Ende ist das irgendwie ganz nett. Ne? Dann auch alles gut und vielleicht auch schon noch vorab. Ich weiß ja nicht, du, für dich ist es ja nicht ganz ein Heimspiel, aber WOT ist ja im November, glaube ich. Ne? Bist du da? Bist du auf der WOT? Ja, ich weiß noch nicht. Also ich war die ganzen letzten Jahre immer auf der Live-Bühne im Live-Trading. Weiß ich gar nicht, ob ich da dieses Jahr irgendwie auch bin. Aber ich bin auf jeden Fall bin ich da. Also Seminarraum bestimmt irgendwo. Live-Trading würde ich sehr gerne wieder machen. Mal gucken, ob ich wieder eingeladen werde. Bist du denn da irgendwie auch im Live-Trading mit dabei, auf der Bühne, oder? Nee, also ich weiß vom Programm noch gar nichts. Aber ich habe es mir jetzt erstmal geblockt, weil wir wahrscheinlich, oder ich für JFD, da sein werde an einem Kombinationsstand, da weiß ich aber auch noch nicht viel zu, aber ich werde zu, sage ich mal, 95% auf jeden Fall da sein, somit für all diejenigen, die jetzt da vielleicht aus dem Raum Frankfurt kommen oder generell die Ambitionen haben, die WOT ist ja so eine World of Trading, also eine Trading-Messe, ja, in Frankfurt, eigentlich immer ganz cool, weil da kommt die Community, also diese Szene quasi zusammen, ne? Man sieht sich und da würden wir uns ja dann über den Weg laufen, auf jeden Fall, Dirk, und vielleicht der ein oder andere, der jetzt hier auch an den Webinaren immer mal ist und auch vielleicht uns noch nicht live kennt, hat natürlich die Möglichkeit, da mal uns anzufassen und quasi mit uns mal ein Pläuschen zu halten.
Markus, das verkaufst du hier. Meine Tochter kneift mich immer so, weil die hat das in irgendeinem Trickfilm, die hat immer die auf dem Ober- und auf dem Unterarm so, kneift die immer ganz leicht und guckt, ob ich echt bin. Okay. Ja, nur, ich guck mal auch hier über die Kommentare drüber. Nur Verrückte da auf der WET. Es sind viele Verrückte da, stimmt schon, aber es sind auch wirklich gute da. Ich greife mal hier so ein paar Sachen gerade auf. Die Jana hat gerade gefragt, bist du schon wieder long? Nein, aber ich habe jetzt hier eine Order hingelegt. Ne? Irgendwann musst du ein bisschen beim Live-Trading hier auch noch dabei bleiben. Eine Order hier hingelegt. Eben, ich warte auf den Test von der Value Area, von dem High. Und deswegen liegt da eine Order. Das heißt, Value Area, ne, das ist ja eben jetzt dieser Bereich, wo 70% des Volumens heute gehandelt wurden und da ist der Markt ja drüber ausgebrochen. So, das heißt, da oben haben wir generell dünneres Volumen, auch ein guter Grund, warum es jetzt erstmal nicht weitergeht. Das Volumen kommt nicht so wirklich hinterher und hier ist eben das Value Area High, also quasi sozusagen der Kern oder beziehungsweise die Hauptzone von dem heutigen Handelsbereich. Und das wird eben sehr gerne mal angetestet und da warte ich jetzt eben drauf, deswegen hier liegt jetzt nochmal eine Order, um zu gucken, ob wir den nochmal kriegen. Aktuell tanzen wir hier auf dem Schlusskurs von gestern rum. Es könnte natürlich sein, dass dieser Test jetzt eben nicht mehr kommt. Aber auf der anderen Seite sehe ich jetzt eben hier auch oben im M5 immer noch die ganze Zeit. Das Ding ist hier irgendwie rot. Das muss jetzt irgendwie nicht unbedingt wahnsinnig viel heißen, aber sagt mir so, okay, das könnte schon noch irgendwie zumindest ein bisschen tiefer nochmal ansetzen, bevor es dann halt eben nochmal nach oben geht. Ich gehe aber nach wie vor davon aus, dass wir noch einen Shot irgendwie nach oben kriegen. Ne? Also vielleicht kommt der dann eben auch um 16 Uhr. Könnte natürlich auch sein. Ne? Rein vom Bilde her, ich hatte ja heute dann eben auch mir den Bereich um die Marke, um die 50 herum, also im Dow Jones, da der so volatil ist, merkt man ja jetzt auch mit dem Start, ne, sind meine Bereiche immer ein bisschen größer. In dem Fall war der von der 63 in die 33, also 30 Punkte groß und sind jetzt eben annähernd an diese 50 gerade herangelaufen, die ich vorhin im Stream nannte. Und von da prallen wir jetzt gerade wieder nach oben ab. Und wenn wir jetzt noch nicht in ein paar Minuten die Jolts bekommen hätten, wäre das jetzt für mich zum Beispiel schon mal so eine Long-Möglichkeit gewesen. Ne? Dieser Rückläufer jetzt entsprechend mit dem Test per Idee aufgebaut, der immer vor meinem Handelsstart, wäre das jetzt schon mal so der erste Gedanke des Longs gewesen. Aber dadurch, dass ich warte auf die Zahlen erstmal, wie gesagt, ist das jetzt nicht passiert, aber ja, ich kann das nachher auch nochmal reinhalten, vielleicht für diejenigen, die da die Ideen immer nicht so mitkriegen in den Streams oder das eben immer nicht so verfolgen, kann ich es nachher nochmal reinhalten dann. Ne? Klar, gerne. Ich muss nur gucken, ob ich dein Bild dann irgendwie rüberkriege, auch zu YouTube, weil das haben wir vorher hier nicht so wirklich geprobt. Ach so, ja, stimmt, ja. Das könnte ja, dann ein bisschen anstrengen. Ja, dann lassen wir es. Dann schaut euch die US Opening Bell an. Die war heute sehr verkürzt mit einem spartanischen Setup, weil ich jetzt gerade hier dann doch nochmal umbauen muss, irgendwie mein Streaming-Rechner dann doch so langsam den Geist aufgibt. Und habe ich schon seit fast einem Jahr versprochen, dass ich mal meinen neuen Rechner nutze. Stream. Und jetzt habe ich heute angefangen, das umzubauen hier alles und das ist halbe Baustelle gerade bei mir. Aber das schauen wir mal. So, ich muss dir gerade den Ton ausmachen. Hier ist keine Ahnung, was gerade für ein Bomber vorbeigeflogen und ich habe irgendwie gerade gar nichts mehr verstanden. Oh, okay. Ja. Sagen wir mal, dass es kein Bomber war. Ja, das hoffe ich auch, aber na ja, gut. Was ich halt ganz gerne auch mache, ist im Scalping, ist also Framings, ne? Also ich nenne es halt immer zumindest mal so, also Außenstäbe letzten Endes in allen möglichen Timeframes, weil die ganz oft eben dann doch irgendwie die Grenze eben anzeigen und von Bewegungen, ne? Hier sieht man ja auch, er hält sich brutal da dran. Und für mich wäre eigentlich Long wieder, wenn er jetzt hier anfängt, darüber rauszugehen, beziehungsweise wenn die erste Long da oben drüber schließt, jetzt nochmal hier das Framing quasi nochmal dann eben nach oben umgekehrt wird. Weil ganz oft hat man es aber so, dass halt nicht nur ein Framing kommt, also nicht nur ein roter, sondern dann irgendwie noch einer unten dran gebaut wird. Und je kürzer der jetzt wäre, zum Beispiel der unten dran, umso einfacher wäre der zu knacken. Hier im M5 das gleiche in grün, also rot, grün, also hier stehen wir eben auch in einem umgedrehten Framing. Und eigentlich wäre es halt viel netter, wenn er jetzt eben da unten nochmal irgendwie so einen kurzen dranhängt und wir dann nochmal versuchen, irgendwie nach oben zu laufen, weil der nächstgrößere Timeframe, der M15, also aus meiner Sicht der nächstgrößere, den ich handle, der ist ja unverändert hier bullish. Ne? Und H1, da unten nochmal sieht man das auch, ne? Das sind nämlich diese Kästen drumherum ebenfalls bullish, der M5 gerade rot, der M2 gerade rot. Und der M1 habe ich jetzt nicht im Blick, dafür ist mir der Markt gerade so ein bisschen zu langsam. Den würde ich dann eher bei den News gleich auspacken. Das ist aber so. Da haben wir noch 4 Minuten 55, sagt der Countdown zu den Zahlen. Ja.
Das ist aber natürlich immer so ein persönliches Ding oder persönliche Strategie halt eben auch. Ne? Muss man jetzt irgendwie nicht gut finden, aber ich finde es halt immer schon oft aussagekräftig. Aber wie das so ist, ne, das ist, spielt natürlich auch immer irgendwie ganz viel irgendwie Erfahrung damit rein. Wenn man das irgendwie schon ein paar Jahre macht, dann sieht man auch Szenarien, wo jemand anders sagt, ja, aber guck mal hier, wo man dann irgendwie so unbewusst oder unterbewusst dann irgendwie eigentlich weiß, ja, nee, das ist aber das, was nicht funktioniert. Ne? Das ist mit allem so. So, aber ich baue jetzt mal hier kurz die Limit Pullback mal zurecht. Da hat vorhin auch noch jemand was geschrieben zu dieser Limit Pullback Order. Man könnte bei der Korrektur nach unten ja auch einen Trailing Stop Buy über den aktuellen Preis legen. Genau, das geht natürlich auch. Der dann mit der Korrektur runterzieht und dann beim neuen Impuls hochtriggert. Das geht in der Tat. Also das heißt, ich könnte jetzt auch, ich weiß nicht, ob es ein bisschen too much ist, jetzt irgendwas hier alles irgendwie am Stück zu machen. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel eine Buy-Stop-Order halt setzen und dann die hier im Trail, ja, die könnte ich halt die Order separat auch trailen. Das heißt, ich könnte die Order auch hinterherlaufen lassen. Ich glaube jetzt nur allerdings, dass es für den Moment jetzt irgendwie nicht so das Richtige ist, weil wir halt hier gegenläufige Bilder haben. Ne? Nochmal, ne? Wir haben Rot, Rot, Grün, Grün. Und deswegen weiß ich nicht, ob das irgendwie so eine gute Idee ist, dass mit einer, beinahe wäre es gefüllt worden, mit einer Trading so das Richtige ist. Und aber grundsätzlich geht das natürlich. Ne? Man kann auch Orders trailen, man kann nicht nur den Stop trailen, sondern Orders generell natürlich ganz genauso. So, jetzt gehen wir hier oben drüber raus. Lass mich hier gucken, hier die Restzeit blende ich mir auch mal ein. Eine Minute läuft die Kerze noch. Und mal sehen, ob wir damit was gerissen kriegen, ob wir hier noch so ein bisschen Rücklauf bekommen. Ihr müsst schon hier oben irgendwo drin schließen, also unterhalb dem Hoch und aber oberhalb dem Bruch hier dann auch wiederum, also 50 Sekunden kann natürlich jetzt sein, dass die einfach abhaut. Da muss ich gucken, wo wir den nochmal irgendwie kriegen. Da bin ich, wäre ich aber auch bereit, da oben nochmal reinzugehen, um eben das anvisierte Ziel bei der 110, wo ich da oben hin wollte, nochmal irgendwie zu kriegen. Auch wenn das dann irgendwie da oben nur noch Kurzstrecke ist, aber dann eben halt auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit für meine Begriffe, dass wir eben das Target da oben erreichen. So, mal gucken. Also ich würde den auch schon tatsächlich nur hier vor den News, wobei na, die News könnten schon nach unten schleudern, ne? Weil da oben kommt auf jeden Fall, da kommt spätestens der Widerstand. Ne? Also oberhalb der, ich habe es ja vorhin hier gezeigt, im H1 sieht man es natürlich besser, aber eben hier oberhalb in dem Bereich, da ist einfach Point of Control, also Haupthandelspunkt gestern, dann auch hier noch ein EMA 200, wer sowas gut findet, liegt hier wunderbar eine Übertreibung bei 115 etwa. Schon legitim, dass der Markt dort eben nicht ohne weiteres durchläuft. Ne? Deswegen halt genau zu den News Long, na, wenn man unten drin ist, fein, hier oben könnte anstrengend werden. Ne? Ja, du hast noch 1,37. Ja, ja, könnte reichen, ne? Um den Shot zumindest irgendwie mitzumachen. Man kann natürlich auch, ne? Vielleicht kann man das ja irgendwie auch hier mal machen. Man kann natürlich auch sagen, ja, pass auf, ich will da oben Short gehen, leg mir da oben eben eine Order hin, die dann jetzt eben auch nochmal so eine Limit Pullback ist. Das heißt, da muss der Markt auch erstmal 5 Punkte rückwärts laufen, bevor er es macht. Bei News funktioniert das in der Tat oft gut, vorausgesetzt, man kriegt einen vernünftigen Fill. Das ist halt schon klar. Und weil bei News oder wenn halt irgendwie eine größere Position da reinkommt, größer im Vergleich zu dem, was im Orderbuch vorgehalten wird und dann geht der Markt ja einfach nur geradeaus in eine Richtung. Also dann irgendwie gerne mal 50, 60, 70 Punkte, ohne auch nur einen Punkt rückwärts zu zucken. Und dafür ist es natürlich dann schon prädestiniert. Also gibt es aber auch ohnehin jede Menge Videos dazu und wie die funktioniert und wie gut die eben halt auch machbar ist. So, aber das heißt, ich lasse die jetzt mal wirklich hier oben liegen, weil das war der Widerstandsbereich, wo ich dahin wollte. Da oben wäre auch noch Übertreibung. Mal gucken, wie die News hier reinkommen und würde das aber dann hier erstmal nur als Einzelorder machen und die jetzt nicht irgendwie großartig skalieren, weil das wäre jetzt ein ganz anderer Ansatz. Ne? Eben, das war ja die Kasseeröffnung, eben mit dem Gedanken, da long mitzugehen und jetzt ist es ja hier nur eine Reaktion. Hm. 8 Sekunden noch. Ja, bin mal gespannt, was da kommt. 3, 2, 1 und feuerfrei. Mal gucken, was passiert. Zack, geht ein bisschen nach unten. Ja, aber nichts Großes, ne, im Verhältnis, auch bis jetzt zumindest, ne, nichts Großes zu den Kerzen zuvor. Ja.
Aber die bleibt auf jeden Fall ein bisschen nach unten. Wir haben die Zahlen gleich, kann ich sie sagen. Moment. So, hier die Value Area, mal gucken, ob wir die jetzt kriegen. Das ist schon merklich weniger, das ist schon recht angeschlagen. Also 8,09 Millionen zu 7,67. Zuvor war die Zahl 8,18, also schon merklich schlechter, da wir gestern schon angeschlagen waren. Kann schon negativ ausfallen für den Tag jetzt. Ne? Also ich würde jetzt eher die Shorts wieder suchen, persönlich. Okay. So, mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen Reaktion jetzt hier bekommen. Also den kann man jetzt natürlich in die Long-Richtung, der ist ja bisherige Trendrichtung, den kann ich mit bisschen mehr Risiko durchaus bestücken, wobei man das jetzt auch nicht übertreiben muss. Mir würde schon reichen, wenn wir jetzt hier nur eine Reaktion kriegen. Weil es jetzt einfach erstmal nur die Vervollständigung vom Bild von eben jetzt wäre. Ne? Hier unten dieser Rücksetzer hat eben gefehlt. Den haben wir jetzt hier irgendwie abgeholt. Wo kam der Sound jetzt her? Oh, ich fürchte, ich habe noch auf dem anderen Konto auch noch was auf. Okay. Ja, das ist eine andere Instanz. Die muss ich jetzt mal kurz mit dem Handy hier im Auge behalten, weil die passt hier nicht so ganz ins Live-Trading, zumindest nicht in den Stream. Ja, tatsächlich. Ach, ist doch schön. Okay. Gut. Nee, die passt. Da ist alles richtig. Also, hier warte ich jetzt eben auch, dass er zumindest irgendwie mal das Framing nochmal versucht, hier zu halten. Ich würde den aber hier auch nochmal auf TA stellen. Den Trailing Stop und mal gucken. Vielleicht ziehen wir ja wirklich einfach auch hier nochmal komplett über die 41 in einem Rutsch drüber mit dem Abschluss von dieser Kerze. Macht er nicht? Doch, macht er. Da ist er doch, ne? So, hier ein paar Punkte rückwärts. Okay, na gut, egal, ne? War soweit okay. Was ich vorhin sagen wollte, wo ich irgendwie ausgeholt habe über das, wir sind auch oft ganz unterschiedlicher Meinung, weil ich wollte mich vorhin eigentlich was sagen, wo ich gar nicht weiß, wie du darüber denkst. Ich bin ja immer so der Meinung, dass halt eben bei News eigentlich nichts Neues passiert, sondern eigentlich immer nur das Bild vervollständigt wird, in Anführungszeichen. Und das hier war eigentlich dafür so ein ganz gutes Beispiel, weil dieser Punkt eben wurde vorhin vergessen. Hier war die Value Area. Und die ist nicht abgeholt worden. Der Markt hat versucht, ohne diesen vergessenen Punkt quasi nach oben zu laufen. Und jetzt bei den News ist nichts anderes passiert, als genau das Ding angelaufen wurde. Und ich würde fast darauf wetten, dass wir jetzt eben auch da oben hinlaufen und das Bild komplett machen. Das ist so meine Vermutung. Aber genau. Ist ja so, die News, also man hat ja im Prinzip Erwartungen, die natürlich meistens irgendwo eingepreist sind und je nachdem, wie weit jetzt die Erwartungen abweichen von dem, was erwartet wurde, muss natürlich umgepreist werden. Und da die Zahlen jetzt schlechter sind, sind jetzt schon Bereiche, die, wo Liquidität getankt werden kann. Und das wäre unter anderem der Bereich dort oben, dass der vielleicht nochmal an die Hochs ranläuft. Also das sind natürlich Zonen oder aber, wenn er jetzt unten durchläuft, durch diesen 50er-Bereich wieder, den wir ja vorhin schon mal hatten, wo ich sagte, da wäre ein Bereich für Long, war ja da unten, wo wir da an der 50 vorhin waren. Wenn wir da jetzt direkt durchlaufen und dann von unten was wieder testen, wäre das für mich was für Short. Oder aber 50, ich würde jetzt meinst du Long? Bitte? Entschuldigung. Nee, mit 50 meinst du 950, oder? Genau, die 950. Ja. Nee, Quatsch, ja, genau. Doch, 950. Oder aber eben oben, dass der sich die Hochs nochmal schnappt, die Liquidität darüber, um dann Short zu gehen. Es ist im Endeffekt schon das, was ich auch vorhin so ein bisschen als Ideen generell aufgebaut habe, nur dass jetzt eben wirklich die Short-Seite eigentlich erstmal die favorisierte ist. Ne? Gestern waren wir angeschlagen auf der Short-Seite, dann hat man gemerkt, die Käufer gingen da wirklich gestern merklich zurück. Jetzt kam wieder so ein bisschen was Negatives mit hinzu in dieses Bild. Und von daher ist jetzt von meiner Seite die Recovery dieser gestrigen Abwärtstendenz erstmal nicht ganz so die wahrscheinliche. Ne? Da kam schon jetzt ein bisschen was wieder an Neuigkeiten bezüglich der Daten hinzu. Also ich würde schon schauen, zumindest wäre das jetzt mein Plan, jetzt eben ein bisschen vorsichtiger mit der Long-Seite zu sein, sondern eher irgendwo Möglichkeiten auf der Abwärtsseite zu suchen. Ja. Ja, ist hier so ein bisschen unentschlossener Bereich insgesamt. Ne? Sieht man ja, also es klemmt hier schon irgendwie. Also, mal gucken, wir haben jetzt irgendwie 5 Minuten, die ersten 5 Minuten sind um. Und hier halt eben auch, ne? Also ich bin halt immer wieder ein ganz, ganz großer Fan davon. Eben hier das Framing, selbst bei den News, ne, drückt es jetzt erstmal hier im M5 nach unten. Der braucht hier unten für meine Begriffe. Also, das wäre zumindest ein nettes Setup. Gut, den M5 habe ich jetzt hier ein bisschen klein, man sieht es nicht wirklich gut. Was ich aber meine, ist, dass der jetzt hier einmal da unten noch einen kleinen Außenstab da unten dran setzt. Und von mir aus auch noch 2.
Und dann der ist so, wenn das so ein kleines Gebilde ist, das eben gegen die Trendrichtung zeigt, also gegen die übergeordnete Trendrichtung, und dann wird das in der Regel relativ einfach gekauft werden dann auch wieder. Und hier fehlt so ein bisschen der Schwung. Oder natürlich, klar, genau das, was der Markus auch sagt, es fehlt die Liquidität, die wird er sich an irgendeiner Stelle suchen müssen, entweder unten, um raufzukommen, oder oben, um runterzukommen. Und die ist hier gerade so ein bisschen mau insgesamt. Ne? Auch die Value Area, das sehe ich halt hier, die verschiebt sich auch nicht. Das heißt, das Volumen immer noch, obwohl die News jetzt gewesen sind, liegt hier unten. Es liegt nicht da oben bis jetzt. Und deswegen ist es hier gerade auch so ein bisschen Niemandsland. Ja, also ich würde jetzt quasi mal schauen, wie gesagt, wenn wir den das Tageshoch da oben knacken, ab da Drehung zu bekommen, vielleicht schon, aber da muss ich nochmal schauen, dass danach folgte hoch, wo dein Framing jetzt da oben endet quasi. Mhm. Dass wir mal gucken, ab dort mal zu schauen, okay, wie kommt da dahin? Also es wäre ein Szenario für Short. Und das zweite ist, wie gesagt, wenn er die 50 nach unten durchschreitet, ja, vielleicht so um 30, 40, 50 Punkte und dann zurückläuft von unten an die 50 heran, dann wäre es ebenfalls ein Short. Mhm. Ja, gucken, was wir hier unten noch haben. Also jetzt natürlich hier im kleinen Timeframe, aber okay. Das ist aber trotzdem legitim, im kleinen Timeframe erstmal zu bleiben. Also wir sehen halt hier unten, ne, dass da ist ja alles irgendwie, was bis heute oder was die ganze Zeit im Future gehandelt wurde. Ne. Da unten liegt natürlich Material. Ich sehe natürlich auch hier nicht die Kasse, das ist halt auch klar. Aber ohnehin, gerade bei News und so weiter, dominieren ja sowieso halt eigentlich eher der Future, beziehungsweise die Futures, die Märkte und nicht unbedingt die Kasse, also die Aktienkäufe und Verkäufe. Und das heißt, ich kann jetzt natürlich nicht wissen, haben wir jetzt irgendwie gerade schon Aktienkäufe und so weiter am Start oder nicht. Ich sehe aber zumindest, dass halt irgendwie hier oben nichts passiert und das Future-Volumen immer noch da unten liegt. Und deswegen ist das natürlich hier deutlich interessanter vom Bereich, und wenn der hier oben nicht weiterkommt, dann wird der höchstwahrscheinlich dann auch hier direkt durchstechen runter bis auf den Point of Control, also dort, wo es meiste gewesen ist, dann stehen wir aber allerdings wieder bei der 870 da unten rum. Wäre aber okay, das wäre dann auch irgendwie ein netter Dip oder vielleicht nett nicht, ja, aber halt eben unter die Kassaeröffnung, aber wäre schon okay, ja, wenn sich hier oben jetzt nicht halten können sollte. Mal gucken, aber es kommt doch so ein bisschen Dampf hier gerade irgendwie auf. Nochmal Richtung Oberseite. Für mich ist halt jetzt auch wichtig, wir können ja alle nicht hell sehen. Ne? Ich lege mir immer meine Logiken zurecht, und wenn jetzt oben, der knallt jetzt direkt nach oben durch oder würde im Prinzip da vielleicht ein Signal geben, man wird ausgestoppt und der Markt wandert dann eben auch nachhaltig über die 41.100, dann war hier mein Gedanke, dass ich dann, egal was erstmal ist, aus charttechnischen Gesichtspunkten, erstmal mit den Short-Gedanken eher so ein bisschen innehalten werde. Ne? Auch wenn ich jetzt eher Short eingestellt bin, heißt ja nicht, dass ich jetzt primär, jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo man dann schon mal so ein bisschen gucken kann, dass ich nur eben hier vehement jetzt irgendwie 10 Short-Trades durchjage, weil ich der Meinung bin, der muss ja fallen eigentlich. Ne? Da bin ich dann schon immer so ein bisschen vorsichtiger. Ja, aber ne, das ist genauso die Dinger, die, also das ist genau das, was ich gestern gemacht habe. Ich gesagt, das Ding, der knallt doch nicht einfach ins Loch da unten. Ne? Und habe ich auch ein bisschen zu vehement. Es waren auch leider nur in etwa die richtigen Stellen. Und also man hat auch nachher dann irgendwie so ein paar Stunden später gesehen, okay, das war nicht falsch. Aber manchmal ist es dann falsch, wenn man zu vehement ist. Das ist schon, da hast du schon vollkommen recht. Ne? So, jetzt haben wir das oben aufgenommen, oben ganz knapp. Ne? So, und jetzt würde ich mal gucken, würdest du mit 20 Punkten Risiko arbeiten wollen? Das ist natürlich dann auch relativ filigran. Warte dann schon immer noch mal ab. Also ich gehe jetzt nicht knallhart oben. Also gibt es auch mal Situationen, wo ich wirklich das Hoch direkt verkaufe. Warte jetzt erstmal noch so ein bisschen ab, was jetzt die erste Minute, was die zweite Minute sagt. Und wenn wir da nicht nennenswert rüberkommen, dann bin ich hier, versuche ich mal mit dem Stop auf dem Hochpunkt mit 20 Punkten Risiko reinzukommen. Also hier ist, du würdest hier jetzt Short gehen. Naja, ich sag dann schon, wenn ich jetzt der Meinung bin. Es kann natürlich sein, wenn man jetzt abwartet, dass der auch ganz, ganz schnell nach unten wegpfeift. Ne? Ja. Dann ist es so. Ne? Aber ich will schon so kurz zumindest nochmal so die Bestätigung sehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir, wie gesagt, da oben jetzt erstmal nicht direkt weiterkommen. Ne? Gucken wir auf Minute irgendwas sehen. Ich habe gerade mal umgestellt auf den Minutenchart. Ja, der hat es jetzt hier gerade irgendwie gedreht.
das Ding. Ich würde tatsächlich jetzt mal versuchen, ob wir nochmal einen Impuls nach oben wegkriegen, weil was ich natürlich jetzt hier wieder kommen sehe, ist der 15-Minuten-Chart, der eben halt hier schon sehr bullisch aussieht und auch irgendwie Lust hat, zumindest irgendwie nach oben den Impuls zu vervollständigen. Und deswegen wäre ich jetzt hier zuerst mal noch ein Freund von Long, also zumindest mal irgendwie für einen letzten Schuss nach oben. Kann natürlich auch genauso falsch sein, wie alles andere auch. Aber ich würde das jetzt hier erstmal riskieren. Und hier unten da, wo dieser Schwung gekommen ist, dort erstmal den Stop hin. Und dann am liebsten, das wäre natürlich die Königsklasse, wenn ich hier oben das Ding drehen könnte. Da gibt es auch noch so einen lustigen Button hier, der heißt RV, das heißt Reverse. Also das heißt, der löst da oben nicht drei Kontrakte dann auf, sondern macht die Long komplett zu und würde mit drei Kontrakten dann da oben short gehen, direkt. Aber mal gucken. Das wäre natürlich nice, ne? Wenn man das jetzt hier dann irgendwie auch so demonstriert. Wenn es so demonstrieren könnten, aber wie das ja manchmal so ist mit dem Vorführeffekt, ne? Beziehungsweise wenn man irgendwie genau irgendwas will und das irgendwie auch zeigen will, dann kriegt man das ja dann irgendwie auch leider oft nicht hin. Aber er klebt jetzt hier erstmal auf der Oberseite fest. Also hier auch nur ein ganz kleines neues Hoch gemacht, irgendwie nicht wahnsinnig viel passiert. M15 nicht fertig, deswegen bin ich da eigentlich immer noch guter Dinge, dass das gelingen kann, dass wir hier oben hier noch so ein bisschen Alarm bekommen. So, jetzt stehen wir wieder hier an der Stundeneröffnung. Die war leider auch genau hier. Leider, weil die dreht sich gerade wieder in die falsche Richtung. Und der M5 halt immer noch rot. So, aber der grün. Ne? Gut, das Thema hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Also das heißt aber auch hier, der M1 ist ja auch der hier das Bild gerade gedreht hat. Das heißt, der könnte eigentlich jetzt auch hier dafür sorgen, oder beziehungsweise könnte uns jetzt hier den passenden Punkt abliefern und hier eben dann auch nach Long mit Long nach oben durchgehen. Bin gespannt. Das ist natürlich so ein bisschen gewagt, ne? Am Tageshoch irgendwie Long zu gehen, das ist schon klar. So, ich versuche jetzt mal eine 71 zu 91 oder kann auch 72 zu 92 mal Short reinzukommen. Okay, das heißt, dein Stop wäre jetzt quasi dann hier oben, ne? Also am Kassahoch sozusagen. Genau, aber bin noch nicht drin. Habe jetzt ein Limit drin liegen. Das wollte ich jetzt hier einüben, das ist. Ja, 72. Gucken, ob ich da reinkomme. Das muss ich immer irgendwie gerade so ein bisschen zu bebildern. Oh, kann sein, dass er mir jetzt schon abhaut. Nein, der will ja noch meinen Long zumachen. Also 72 auf 92 ja. Habe ich jetzt Limit drin liegen. Mal gespannt, ob das gut geht hier für mich. Ja, es hat leider die Stunde schon, wird hier, sieht man ja gar nicht, die Stunde wird hier leider gerade wieder rot. Das ist halt immer das Problem mit der Stundenkerze, ne? Die hat natürlich leider auch eine Stunde Zeit, um sich aufzulösen und in alle möglichen Richtungen auszutoben. Das ist halt leider immer der Haken dabei. Hier oben, die habe ich ein bisschen schlecht erwischt. Aber noch ist nichts passiert. Solange wir nicht wieder unter die 41 kommen, kann das alles noch funktionieren, auch noch in dieser Viertelstunde. Und dann würdest du ja auch noch passenderweise deinen Long auch bekommen. So, das heißt auch hier, deinen Short, Entschuldigung. So, den habe ich, wie gesagt, so ein bisschen schlecht skaliert. Ja, aber für mich zeigt hier immer noch irgendwie alles nach oben erstmal noch. Also ein paar Minuten haben wir noch, irgendwie bis 4:30 oder so können wir schon machen, oder? Ja, ja. Ja, ja, klar. Okay. Mich jetzt nix. Es würde jetzt eh am Rechner sitzen. Ja, ob ich nun dann auch mal was sage oder nicht, ist ja sogar abwechslungsreicher. Ich gucke über die Kommentare gerade noch drüber. Ich gehe gleich nochmal drauf ein, ne? Hier ist nämlich noch eine Frage irgendwie auch zum Trailing Stop. So, mal gucken, was wird denn das jetzt hier? Wie will denn diese Kerze bitte enden die nächsten 10 Sekunden? Diese ist gemeint, ne? Die hat ja nur noch irgendwie ein paar Sekunden. Kann man hier übrigens auch einblenden.
So, okay. Die hat irgendwie, sieht man total toll hier die Farben. Ich habe mal irgendwie ein Farbexperiment. Ich komme hier mit neuen Farben nämlich heute rein. Das funktioniert noch nicht so wirklich, wie ich sehe. So, also kriegen wir jetzt noch was oder kriegen wir nichts mehr nach oben? Ein kleiner Schuss, das kann ja nicht so schlimm sein. Ist zwar hier so ein bisschen doof, rot jetzt irgendwie auch, beziehungsweise schwarz. Aber so gar kein Abschlussimpuls. Ich meine, das wäre dann halt eben auch, also ich warte ja irgendwie auch bei Bewegungen, ne, bei Impulsen, also wie, oder Trendlagen oder wie auch immer. Und das ist ja die Frage, was ist das hier? Ist das ein Long-Impuls, ein Long-Trend oder wie auch immer? Aber so vorbei ist es für mich immer erst dann, wenn so ein richtiger Shot eben am Schluss kommt und noch einmal irgendwie alle rausbürstet und dann ist der Drops gelutscht und vorher nicht. So, also wir drücken hier irgendwie dran rum und gucken, wie der nein, 5 nein. aussieht. Und bitte? Ja, noch nicht drin. Nein, nein. Jetzt drin. Jetzt darf er von mir aus fallen. Okay. Und von mir aussteigen. Das ist mies. Das sollten wir uns, glaube ich, abgewöhnen, sowas. Das ist, glaube ich, die totale Verwirrung dann. Okay, also wir klopfen hier immer noch am Framing. Hier sieht man es da oben in Rot irgendwie an. Und ich rechne mal ganz stark damit. Oder ich hoffe es doch, zumindest für meinen Trade, dass wir da oben jetzt einmal nach oben rausdrücken, dann eben mit der nächsten 5-Minuten-Kerze. Beziehungsweise mit dem Schluss von der nächsten jetzt. Und dass wir ein langes Gebilde da oben hinkriegen, damit eben auch hier, ich bin gar nicht im Bild, das ist gut, hier immer noch die gelbe da oben, ne, die Übertreibung 41.110 etwa. Gerne auch mit ein bisschen mehr Bums nach oben. Und dass wir da halt zumindest irgendwie so eine Art Abschlussimpuls dann irgendwie hinkriegen. Ich würde auch jetzt mal beides machen. Das heißt, ich lege da oben einmal den Trail hin, der schon wieder hier falsch eingestellt ist, auf TA 6 mit dem Abstand von 5 Punkten und gleichzeitig oben auch die Drehung, weil ich nicht weiß, was passiert. Ich weiß jetzt nicht, knallen wir das da oben durch oder nicht. Ich könnte auch jetzt hier einfach sagen, gut, komm, das wird nichts. Wir gehen mal raus, außerdem ist der Markus Short. Und das habe ich dann sowieso nicht verdient. Jetzt war ich natürlich wieder viel zu langsam. Ich quatsche manchmal echt zu lange und habe dann schon die Gedanken im Kopf und dann irgendwie klemmt die Hand. Ich wollte mich gerade sagen, ich könnte hier einfach auch irgendwie den Stop-Break-Even ziehen. Ich muss den ja gar nicht irgendwie jetzt unbedingt bis da oben hin aushalten. So, und das war zu langsam. Okay, so, das heißt, ich habe es verpennt. Aber das ist das Schöne daran, wenn man am Demokonto unterwegs ist, ne, tut das ja alles gar nicht weh. Wobei hier immer noch die Frage ist, na, hier kommt, glaube ich, nicht mehr viel an Fragen. Wo willst du hin mit deinem Short? Warte mal, ich idealerweise will ich den jetzt ein bisschen ziehen, weil ich idealerweise kommt so ein bisschen die Situation von gestern wieder auf, aber wenigstens hier unten in den wieder 50er-Bereich da unten hinein. Ne? Und jetzt, solange das nicht passiert, mache ich jetzt auch noch nicht ganz so viel am Stop. Da muss ich entweder charttechnisch da irgendwie jetzt ein bisschen was ergeben. Also da ist ja noch nicht viel passiert. Also ich lasse den jetzt erstmal stehen. Werde, denke ich mal, an der 50 den Stop auf jeden Fall auf Break-Even ziehen oder vielleicht sogar schon irgendwie, dass ich mir 20 Punkte absichere, das, was ich als Risiko hatte. Und ich will versuchen, wirklich lang zu ziehen heute. Okay. Dann, ne? Und mal gucken, warte mal, ich kann ja das gleich mal sagen. Ich schau mal nach. Obwohl der H1 so aussieht, wie er aussieht und irgendwie die ganze Zeit draufdrückt. Stört dich das nicht vom Bild her? Also ich meine, es ist keine Kritik, sondern... Es ist ja nur ein Trade, ne? Ein Trade von vielen. Ja. Und okay. Ich sag mal, der Einstieg war jetzt schon mal ganz gut. Ich habe direkt ein positives Feedback bekommen. Ja, war zwar ein bisschen knapp oben, aber der guckt jetzt erstmal nach unten. Man hat ja jetzt auch ein bisschen Action gesehen. Ne? Der ist jetzt auch, sag ich mal, ein kleines Wendemuster, was jetzt da... Der Markt ist ja der Markt. Ob du den jetzt auf einer Stundenbasis anschaust, auf 4-Stunden-Basis anschaust, weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was mit dem Trade passiert. Ne? Aber wie gesagt, das Bild gestern war negativ, die Zahlen haben jetzt erstmal nichts Positives gebracht. Ich zeige dir das gleich mal, wie gesagt, ich habe ja meine Zonen und Bereiche drin. Ich gehe mal ganz kurz auf meinen Bildschirm, YouTube sieht es dann nicht, aber so, mein Bildschirm zeigen. Jetzt müsstet ihr den, seht ihr jetzt einen Chart? Nee, wir sehen irgendwie eine Hütte am Wasser. Ach so, das ist mein Wochenendhaus. Nee, warte mal. Dann muss ich hier ganz kurz. Moment.
Doch, ihr müsst, nee, ach nee, warte mal, jetzt habe ich, weiß ich, was ich hier, den hier müsstet ihr sehen. So, jetzt, ne? So, und mein Plan war ja, diese zwei Bereiche jetzt hier oben und unten, die habe ich mir ja vorhin schon eingezeichnet, ne? Das sind immer die 50, von der ich jetzt unten sprach, hier unten, ne? Und oben dann eben diese 100, die stand für meine Analyse. Und ich habe ja schon vorher hier so ein bisschen die Überlegung des Shorts hier oben eingezeichnet. Wir hatten auch gesagt, die wäre halt theoretisch auch long unten möglich gewesen. So, und jetzt pendelt der zwischen den Bereichen. Wenn der natürlich jetzt nach oben durchgeht hier, dann ist das Bild für mich eh erstmal wieder gegessen, ne? Und wenn er da aber das hält und eben nach unten läuft und eben vor allem die 50 nach unten durchschreitet, dann ist natürlich nach unten Puffer. So, und für mich ist es ja immer so, ich will, wenn ich mit 20 Punkten Risiko reingehe, da will ich ja mindestens 100, eigentlich noch viel mehr verdienen, ne? So, und jetzt waren wir am Ende von der 75 auf 0,7, naja, gut 70 Punkte. Also man kann schon jetzt, sage ich mal, theoretisch drüber nachdenken, schon ein bisschen Risiko rauszunehmen. Also man war schon so drei fast vier R war ich ja vorne. Aber ich lasse den noch stehen, weil wir jetzt auch charttechnisch halt noch nichts hatten, ne? Der hat jetzt halt nicht großartig gedreht, jetzt, also das kurz nach unten, und baut der jetzt, wenn der als nächstes jetzt ein Tief hier unten ausbaut, hier drunter, dann fangen wir ja an, irgendwie eine Sequenzfall, eine Hochfall, nach Tiefs aufzubauen. Und dann kann man, würde ich hier den Stop vielleicht break-even nehmen oder so. Solange lasse ich den Stop hier oben stehen. Wenn der hier durch die 50 durchgeht, dann kommt der ein oder andere wieder auf den Gedanken, wenn der Eröffnungskurs dann auch noch nach unten durchstoßen wird, ja, dann kommt wieder die Angst von gestern so ein bisschen auf und dann ist der Dow Jones auch mal schnell wieder 200, 300 Punkte tiefer, ne? So, ich würde ja nie dazu kommen, große Trades mitzunehmen, wenn man jetzt dann ganz schnell wieder darüber nachdenkt, rauszugehen. Führt natürlich dazu, dass ich jetzt immer noch mit 20 Punkten Risiko ausgestoppt werden kann, ne? Aber so ist es dann eben, ne? Wir können ja Folgendes machen. Ich kann ja den Link, also es ist ja wahrscheinlich auch auf YouTube aufgezeichnet, oder? Was du vorher schon gezeigt hast, das würde ich einfach dann im Genau, die US Opening Bell, genau. Genau. Mit deinem Bildschirm. So, da mache ich ja jeden Tag mir meine Gedanken zur Situation, auch charttechnisch. Heute war es weniger makroökonomisch, weil wir, wie gesagt, technisch hatte ich hier jetzt mich nicht so hundertprozentig vorbereiten können heute. Aber da mache ich mir einmal so die Gedanken und dann früh und am Nachmittag. Und das versuche ich dann auch zu handeln, was ich mir da an Gedanken mache. Ne? Ja, es ist halt schade, dass wir es nicht gesehen haben. Das haben wir tatsächlich nicht vorbereitet. Habe ich vorhin auch noch gedacht, bevor wir live gegangen sind. Ja, da könntest du eigentlich mal irgendwie vorbereiten. Aber da war ein bisschen knapp. Machen wir beim nächsten Mal, aber auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, die Kommentare hier zur Übertragung. Also das ist halt wirklich, ne, jeder, der irgendwie schon mal über GoToWebinar oder so was gemacht hat und dann irgendwie gleichzeitig gestreamt und so weiter, das ist alles so ein bisschen tricky. Also wo man immer so denkt, hey, man kann doch irgendwie Videokonferenz, geht doch auch alles irgendwie gleichzeitig. Da hängt schon ein bisschen mehr immer mit dahinter. Deswegen, das muss man schon irgendwie sauber vorbereiten. Ich habe auch gerade mal versucht, einfach ganz lapidar den Bildschirm rüber zu ziehen und ging aber auch nicht, also irgendwie hier in die Übertragung. Okay, also wir klopfen nochmal oben an. Ich habe hier tatsächlich sogar noch irgendwie jetzt noch einen Long dazugegeben, einen kleinen. Mal gucken, vielleicht war das schon wieder ein Fehler, man weiß es nicht. Aber was man halt hier einfach sieht, ne, ist dieses Framing da oben, ne, irgendwie in Rot, der klopft jetzt irgendwie permanent nur da oben einem kleinen roten Ding an und wenn das durch ist und das grün ist, dann wird es auch auf jeden Fall auch, das heißt auf jeden Fall, aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einen netten Schuss nach oben geben. Ne? Aber ich will das Ding, man sieht es jetzt auch, ich bin jetzt gerade ziemlich vehement hier unterwegs, beziehungsweise ich habe jetzt unten zwar nicht nachgekauft, sondern jetzt sogar oben, ich hätte natürlich auch unten nachkaufen können. Das wäre so irgendwie ein bisschen zu viel Selbstüberzeugung für meine Begriffe aber gewesen. Hier oben kann es natürlich ein Fehler gewesen sein, ne? Am Hoch. I know. Aber ich wollte jetzt eben genau das nicht machen, was ich eben ja auch gesagt habe, nämlich einfach so hirnlos dagegen verbilligen. Ne? Das finde ich irgendwie schlechten Ansatz. Hier oben habe ich jetzt aber zumindest mal die Gewissheit, okay, da oben, die wollen immer wieder darauf. Es wird immer wieder rauf gekauft und deswegen ist die Chance auch relativ hoch, dass wir da oben jetzt einmal dann halt wirklich dann auch durchlaufen. Ne? Auch wenn der irgendwie gerade immer wieder da abgewiesen wird. Was ja auch auf der anderen Seite auch wiederum dann bedeutet, okay, da oben versammeln sich die Verkäufer. Und wenn die dann aber 10 Punkte höher, 20 Punkte höher auflösen, womit jetzt natürlich nicht der Markus gemeint ist, sondern natürlich die Institutionellen, und dann kriegen wir den Markt aber auch noch 30, 40 Punkte höher. Ne?
Genau, also ich würde es jetzt auch gern sehen wollen, dass wir oben nochmal reinspiken oder er fängt jetzt an zu fallen. Ich bin jetzt gerade auch genau on top ausgestoppt worden, ne? Also aktuell der höchste Punkt des Kernhandelszeit. Ja. Habt immer noch, solange wir da quasi unterhalb dieser 100, 110, Pi mal Daumen, so irgendwo da reinstoßen und da bleiben. Und dann kommt nochmal ein ähnliches Szenario wie vorhin, dann würde ich da halt auch nochmal einen Re-Entry wagen. Ne? Genau, aber... Ja, klar. Also ich würde halt auch, Entschuldigung, nochmal. Ich sage, der eiert jetzt natürlich auch sehr viel. Ne? Aber also es wäre jetzt auch für mich nicht schlimm, wenn ich erstmal abwarte, dass der unter die 50 unten fällt, also 950, um da dann nochmal nach einem Short zu suchen. Ne? Ja, das ist ja halt immer das Ding. Ne? Also man oft will man Gewissheit, ne? Oder will man halt irgendwie einen schicken Entry haben. Ne? Das ist immer genauso. In Anführungsstrichen ein schicker Entry kommt, wenn dann eher durch Zufall. Also ich ziele nicht darauf ab, irgendwie einen Anführungsstrichen schicken Entry zu haben. Nee, ich meine das eher damit, ne? Jetzt hier zum Beispiel mit den Kontrakten, die ich da oben nochmal reingegeben habe. Das ist ja alles andere als schick, ja. Mhm. Aber eben, der sieht halt richtig blöd aus da oben am Hoch. Ne? Da, wo du ausgestoppt worden bist, ich meine, dein Stop von deinem Short war ja auch nur eine Kauforder im Endeffekt. Und genauso habe ich das eben da oben liegen. Und das ist halt einfach ungeil, ja. Und irgendwie, aber auf der anderen Seite, das meine ich halt, der als Short wäre super, ja, der sieht schick aus, aber der hätte gar keine Gewissheit gehabt, ne? Und so habe ich eine Order mit Gewissheit, sieht aber irgendwie blöd aus. Das meinte ich damit. Wir warten das jetzt noch ab und dann würden wir uns für den heutigen Tag dann auch erstmal so langsam in den Webinar-Feierabend verabschieden. Wie gesagt, ich persönlich werde jetzt haben wir 16, 17, also bis 18 Uhr mal, werde ich heute ungefähr jetzt hier am Rechner sitzen. Allerdings, wenn der jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde lang absolut weder oben noch unten irgendwas nachhaltig zeigt und da noch eine halbe Stunde jetzt so rumeiert, wie er jetzt rumeiert, dann habe ich heute um 17 Uhr Feierabend. Ja, klar. Ja, das macht keinen Sinn. Ich bin da auch immer ein Freund davon zu sagen, ey, komm, ich habe da jetzt auch einfach wirklich keinen Nerv mehr dafür. Ne? Also, weil das ist nicht aus persönlichen Gründen, aber wenn sich das Bild dann ja irgendwie gar nicht irgendwie bestätigt und auflöst und dann weiß man auch, okay, das ist gerade irgendwie ziemlich sinnlos, ne? Das ist ein sinnloses Unterfangen. Und das Einzige, was der hier jetzt irgendwie gerade die ganze Zeit macht, ist eine Range, ne? Nichts sonst. Er ranged da irgendwo auf hohem Niveau irgendwie runter, das ist nicht short, das ist einfach nur sinnloses Gewackel, ne? So sieht man ja, geht ja direkt wieder zurück. Und könnte ich jetzt auch hier versuchen, mir hier nochmal auf der Unterseite nochmal irgendwie ein bisschen mehr einzutüten und dann halt nachher irgendwo im Mittelfeld dann genervt aufzugeben. Das ist auch eine Strategie, die man mit Skalieren machen kann, wenn man sieht, dass der Markt halt ranged. Blöd wäre natürlich, wenn er jetzt hier einmal hier runterknallt und dann ist natürlich, das wäre natürlich nicht so nett. Aber okay, wir warten mal irgendwie noch ein paar Minuten ab, lassen wir noch irgendwie bis kurz nach halb und ich glaube, danach sind wir so ein bisschen schlauer. Ja. Ich sehe auch gerade, ich habe irgendwie einen strategischen Fehler gemacht. Also es ist jetzt nur Makulatur, aber in diesem Fall hätte mich die Makulatur erstmal noch erhalten. Ich habe den Hochpunkt bei 72, bei 92 gesehen, war aber nicht. Also bei also fast 94, da hätte natürlich da oder ein Stück höher mein Stoppel liegen müssen. Also ich habe da einen kleinen Fehler gemacht, den muss ich mir auch aufschreiben. Das ist jetzt eine Makulatur, ne? Aber in dem Falle ist ein Hochpunkt halt wichtig und der da sollte, also ich lege dann in den meisten Fällen meine Stops oberhalb oder unterhalb von markanten Hoch- oder Tiefpunkten. Ne? Hm. Und seltenst irgendwie in die Bewegung rein. Nur wenn es gar nicht geht, muss ich das machen, aber versuche dann mich schon drauf zu konzentrieren. Und jetzt bin ich ja wirklich auf den Punkt rausgeholt worden. Aber jetzt gerade ist in Makulatur, davon bin ich jetzt unterm Strich nicht besserer oder ein schlechterer Trader. Aber für den heutigen Tag war es ein kleiner Punkt, den ich jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, wie ich darauf kam. Wahrscheinlich, weil da irgendwie meine Zone irgendwie so ungünstig im Weg lag, dass ich das irgendwie falsch gemessen habe. Da irgendwie. Aber gut. 20 Punkte im DAO ist natürlich auch sportlich. Ne? Also ich meine, bei der Wohler, das muss man ja halt irgendwie auch sagen. Das ist halt klar. Ja, und wie ich schon eingangs sagte, man wird halt häufig ausgestoppt. Ne? Aber wenn du dann schnell auch mal 300 Punkte auf der Uhr hast und hast halt vorher drei oder vier Ausstopper gehabt, da kommst du vor Lachen nicht mehr in Schlaf. Ne? Ja. Weil du dann in so exorbitant hohe CRVs hast und wie schnell hast du in der Nasdaq oder im Dow Jones aktuell 300 Punkte mal. Ne? Ja. Im DAX bin ich aktuell weit unter 20 Punkten, ne? Weil der mittlerweile jetzt auch wieder von den Tagesvolatilitäten her sehr, sehr nach unten gekommen ist und
da jetzt schon wieder um den Bereich 10 Punkte Stop agieren. Ne? Das Minimum so sind so 8 Punkte im DAX, was ich so mache, aber das ist, da bin ich aktuell noch nicht so. Aber wir waren ja auch, wo wir jetzt dann auch die volatileren Phasen im DAX hatten, da sind wir ja dann auch, war ich da auch schnell wieder auch bei in Richtung 20 Punkten vom Stop. Ne? Und bin da jetzt auch wieder runter. So, ich bin hier gerade nochmal gefüllt worden, hat man gerade gesehen. Ne? Ich habe ja unten nochmal nachgelegt und habe mir die jetzt hier oben wieder rausgeholt und dann mein Break-Even hier wieder ein bisschen zurechtgerückt bekommen. Und das meine ich eben, ne? Man kann dann natürlich auch irgendwie sich in so einer Range dann halt irgendwie einkaufen und dann irgendwann zumindest mal halt irgendwie versuchen, den Break-Even besser zu justieren. Ne? Weil klar, immer wenn ich hier unten was kaufe, oben wieder auflöse, dann wandert der runter. Oder man gibt dann irgendwann genervt dann halt eben auf. Ne? Aber erstmal sieht das jetzt ja wieder ganz okay aus hier. Und mal gucken, ob er das jetzt eben dann macht, so wie das soll. Oder ob das hier wieder bremst. Ne? So. Also bremst wieder, vielleicht. So, nehme ich nur noch mal ein Stück raus. Und wie man sieht, mein Break-Even wandert hier einfach immer tiefer. Und ich kann jetzt auch sagen, okay, komm. Einmal hier Shift-BE auf den Button. Und das Ding ist BE mit 2 Punkten abgesichert. Und dann soll das jetzt entweder machen oder soll es halt lassen. Ne? So. Und da wir jetzt irgendwie Schluss machen wollen, lasse ich den jetzt auch da liegen. Im schlimmsten Fall gehe ich jetzt hier mit 2 Punkten raus. Und im besten Fall kriegen wir jetzt hier einen schönen Schlussimpuls, passend zum Livestream. Und wir knallen einmal da oben durch. Und der Markus kriegt noch seinen besseren Short. Mal gucken. Ich sitze mal ganz entspannt da und warte erstmal das Gedöns da ab. Das wäre ja zumindest eine Win-Win. So, aber wie man sieht, er eiert, ja. So, aber genau dafür war das doch jetzt dann irgendwie trotzdem gut, ne, das mal zu zeigen, wie das hat, was man eben auch mit einer Skalierung machen kann. Also ich bin ein Freund davon. Wie gesagt, wenn man das Risiko im Auge behält, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. So, ich glaube, wir haben es dann aber auch, ne? Weil wir wissen jetzt nicht, geht das Ding jetzt irgendwie in 10 Minuten da oben raus, geht es um 18 Uhr da oben raus, das weiß keiner, es eiert irgendwie nur rum und irgendwie ist das erstmal soweit alles okay, ne? Genau. Gut. Gut. Alright. Dirk, cool. Ja, Markus. Ich hätte es ganz gerne gesehen, dass irgendwie mal irgendwas zum Laufen gekommen wäre, aber wie gesagt, man muss auch entspannt machen und man darf nichts übers Bein brechen und wenn halt nichts passiert, dann ist es halt so. Kleiner Ausstopper von meiner Seite und mal gucken. Ich lauere weiter. Morgen vielleicht im Stream oder im Live-Training rum dann wieder mehr dazu. Okay, ich gucke auch mir ganz schnell über die Kommentare drüber. Hast du bei dir noch was bei GoToWebinar, was wir irgendwie noch beantworten? Nee, es waren jetzt nur seitwärts gedönst, da verlieren auch die Profis, kam hier. Na, Lutz hat statt dir 100 Punkte mitgenommen, statt mir von meinen Kommentaren 70 Punkte. Ist schon mal gut, Lutz, super. Wir laden den Lutz einfach mal ins Live-Trading ein. Lutz, was hältst du da? Lutz fragt, wenn wir mal telefonieren können. Ja, Lutz, schreib mir gerne nochmal eine Mail, dann können wir da mal gucken. Genau, und Lutz können wir gerne mal ins Live-Trading einladen. Ja, können wir, also es ist eh der Plan auch für ein Live-Trading rum, dass wir sowas, hatte ich jetzt kürzlich ja schon mal gemacht, dass ich mal so ein paar Teilnehmer mit auch vom Ton ja mit dazu genommen hatte, wo wir dann eine sehr, sehr kleine Runde waren. Und ja, können wir natürlich auch in diesem Format hier mal machen, dass man mal den einen oder anderen mal zum Sprechen animiert und mit reinholt. Ne? Klar, warum nicht? Und zum Zeigen. Zeigen ist immer gut. Genau. Aber Dirk, okay. Danke dir. Hat wir Spaß hören uns an, am 18. Da schreiben wir uns dann nochmal zusammen. 19.50 Uhr startet ja das Webinar. Und du meldest dich einfach auch auf der Website an und dann machen wir es wie heute. Und dann haben wir da nachher nochmal ein Date, da habe ich jetzt gar nicht im Kopf das Datum, aber irgendwas mit der 20 war es. Ja, super. Du bist bist du morgens immer live? Also für meine Zuschauer hier bei YouTube, wann sieht man dich morgens immer? Um 7 Uhr. Um 7 Uhr. Also an die Frühaufsteher hier bei YouTube, 7 Uhr, wenn ihr mögt, Markus Klebe live, jeden Morgen. Vorsicht, er ist laut. Ja, also und schnell. Und schnell. Wenn ich das morgens um 7 Uhr, oder ich meine, ich gucke ja eh nicht um 7, aber selbst wenn ich mir das dann irgendwie danach anhöre, denke ich immer so, boah, wie kann man morgen so wach sein? Ja, also ich kriege das nicht hin. Aber deswegen gehe ich ja abends immer live und vielleicht auch hier in die Runde von GoToWebinar kann ich ja dann vielleicht genauso auch sagen, wer abends irgendwie noch irgendwie nicht schlafen kann um 11 Uhr, der darf sich gerne meine Streams auf YouTube angucken. Also, ne? Und ist ja vielleicht, oder mit Sicherheit für jeden was dabei. Und ja, wie der Markus auch schon gesagt hat, wir sehen uns auf jeden Fall beim Zinssatzentscheid am 18. hier nochmal bei JFD, beziehungsweise dann auch hier nochmal auf YouTube. Mal gucken, was wir dann draus machen.
Wird spannend. Markus, danke. Dirk, euch allen Richtung YouTube, Richtung Webinar. Einen wunderbaren Tag erstmal. Und ja, bis die Tage. Macht's gut. Bye bye und ciao. Tschüss. Danke. Ciao. JFT, just fair and direct.